Ein Bild von Pablo Picasso hat auf einer Auktion in New York einen neuen Rekordpreis erzielt. Das Kunstwerk Junge mit Pfeife aus Picassos rosa Periode wurde bei Sotheby's für 104 Millionen Dollar versteigert. Damit ist es das teuerste Bild der Welt. Picasso malte das Werk 1905, als er gerade 24 Jahre alt war. Wer der neue Besitzer ist, verriet das Auktionshaus nicht. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 7. Mai.